So, wieder da. Und weiter geht's. Ich glaube, hier kann man hochfliegen, oder? Ja. Oh, das wollte ich aber noch gar nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, hallo, hallo. Oh, wie cool ist das bitte? Jetzt ist er dran. Oh. Einfach so mal nebenbei. Oh, Hammer. Du Scheiße. Oh, der hat mich erwischt. Ich dachte, das wird sich noch ausgehen. Uiuiuiuiui. Was? Hä? Was? Oh, der war fies. Weiter geht's. Unerwartet. Au. Oi, oh.
So, was ich gleich mal ändern werde. Audio, ich werde die Effektlautstärke ein bisschen runterdrehen. So. Ja. Okay. Oh, oh, oh. Ah, okay, ich verstehe. Hey, was? Was war das? Geht wieder abwärts. Oh, 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 hallo Freunde. Wie geht es euch? Oh, was? Das ist ein bisschen anders. Hey! Sehr gut. Vater, da ist nicht mehr viel dran an der Kette. Da haben wir Glück gehabt. Oh, hallo. Yeah!
Come on! Scheiße, der andere! Oh no! Nein! Die Animation von dem einen hat zu lange gedauert. Fuck! Der hat der ganze Zeit draufgeschlagen. Ah! Ärgerlich. Ja. Endlich. Mein Gott. Skrupellos. Nur skrupellos. Weg. Ach du Scheiße, da ist echt nicht viel dran an der Kette. Wieder. Ja, jetzt kommen die wieder. Er sagt. Lass die Kette in Ruhe, ich komm nicht ran. Schnell der nächste. Oh. Sehr schön. Jetzt haben wir's. Oh, da kommt noch einer. Oh, eine Chimäre. Oh, die war schnell down. Nein, ich hab verkackt. Ah, keine Chimäre. Ah, das ist so einer. Oh. Oh, nein. Boah, aber die gehen doch nicht auf die Kette, oder? Das wird zu viel.
Das wäre zu viel des Guten. Na klar, gehen die zur Kette. Diese Säcke. Okay, passt. Ein bisschen nehmen wieder. Sehr schön. So muss das. Zack. Ja, mal den schönen Chiropraktiker-Move. Oh, wer ist das? Wer ist das denn? Ah, wen haben wir denn da? Kratos, der gefallene Hermes. Gott, Geist, Spartas, der verfluchte Sterbliche. Meine von Zeus Schmeißfliegen zu fangen, fehlt mir die Zeit, Hermes. So spricht ein Feigling, Kratos. Du fängst mich nicht, weil du weißt, dass du es nicht kannst. Kratos, wo geht's denn heute hin? Wieder Familienmitglieder umbringen? Ach stimmt, ja, dieses Mal deinen Vater Zeus. Vergiss es, das wird nichts. Kratos in unmöglicher Mission. Mal wieder. Nie wird er es lernen, nie wird er es sehen. Kratos ermordet sein eigenes Fleisch und Blut. Kratos, Göttertor und Tor der Menschenbrut. Auf immer, immer verdammt, auf immer, immer verloren. Verzehrt von Rache und brennendem Zorn. Der Spartaner läuft auf zum Todesdorn. Was ist er für ein komischer Vogel? Hermes. Ein komischer Vogel. Oh, wir sind wieder hier. Ganz am Anfang. Wir haben die Höhe wieder erreicht. Das Feuer des Olymps. Die Worte auf den Seiten sind unkenntlich und nicht lesbar. Hier das Gleiche. Was bedeutet das alles? Deine Augen trügen dich nicht, Kratos. Es ist dieselbe Büchse, die du einst geöffnet hast.
Sie birgt noch immer die Macht, einen Gott zu töten. Ich befreite diese Macht beim Sieg über Ares. Nein, gefangen in dieser Büchse ist eine noch stärkere Macht. Eine einst irdische Macht. Alles begann mit Zeus' Triumph über die Titanen im großen Krieg. Zeus erkannte, die Übel aus jenem Krieg würden ungebändig die Welt der Menschen und Götter vernichten. Zur Bändigung der Übel befahl Zeus Hephaistos, ein Gefäß zu bauen, das stark genug dafür war. Angst, Gier, Hass, alle sperrte er in die Büchse, in der Hoffnung, sie mögen nie wieder seine Herrschaft bedrohen. Beim Öffnen der Büchse im Kampf gegen Ares hast du verbotene Mächte benutzt. Nach deinem großen Sieg floss Angst in Zeus. Aber das Feuer ist tödlich. Wie komme ich dann an die Büchse? Mit ihrer Namensschwester, Kratos. Pandora. Sie ist der Schlüssel zur Vernichtung des Feuers. Der Schlüssel zu unserer Rache. Es wird schwierig, Spartaner. Mit einem Kind werde ich schon fertig werden, Athena. Ich hoffe, du hast recht, Geist Spartas. Okay. Der Kugelgriff ist eingefahren und kann nicht verwendet werden. Hier gibt es einen Weg. Hier hinten habe ich auch. Von hier? Sind wir von hier? Von hier sind wir nicht gekommen, oder? Nein. Das war die andere Seite. Goldstaub. Ah. Jetzt kann man das auch lesen, das Ganze. Hier die Musen. Musik birgt Wahrheit für jene, die sie hören wollen. Bei Anstimmung des Musenlieds wird die Last des Olymps erleichtert. Rad der Bürden. Unter dem Gewicht des Olymps ist das Rad der Bürden nur schwer zu bewegen und erfordert ein großes Opfer, um das Herz des Labyrinths zu befreien. Herz des Labyrinths. Im Herzen des Labyrinths steckt eine Kraft stark genug, um selbst das Feuer des Olymps zu löschen und die Mächte darin bloßzulegen. Oh. Du magst stark sein, aber schnell bist du nicht. Er schon wieder. Warte, wir haben noch nicht alles gelesen hier, oder? Genau, soll er noch ein bisschen warten. Hier, das Feuer des Olymps, den Tod erwartet, wer das Feuer berührt, Gott wie Sterblicher. Doch selbst diese Macht verblasst gegen die, die sich in seinem Innern verbirgt. Das hätten wir zuerst lesen müssen. Gleichgewicht der Mächte, die Musen lenken die Seelen im Leben. Die drei Richter im Tode und im Reich dazwischen lenkt der Schlüssel des Feuers das Gleichgewicht der Mächte. Richter des Hades, in der Richterhände liegt das Schicksal des Olymps, denn sie sind es, die die große Kette und ihre Loslösung kontrollieren. Ja, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal zurückkommen. Was ist hier? Diese Tür ist verschlossen. Okay, dann gehen wir mal zu Hermes.
der Vogel. Ja, ja. Du hattest Glück im Kampf, Spartaner. Doch dein Glück endet heute. Jump da hin und her. Oh, da sind die am Anfang gestanden. Am Anfang des Spiels. Glaube ich. Hier war das doch, oder? Ins Chaos gestürzt. Die Menschheit hat den Tod von Poseidon, Hades und Helios teuer bezahlen müssen. Warum glaubst du, du könntest mich je fangen? So lahm! Alle hopp! Oh, was? Die Schnelligkeit des Olymps ist mein Sterblicher. Ich guck. Okay. Interessant. Oh, was drück ich denn? Warum springe ich? Hä, warum macht der keinen Doppeljump? Ab hier! Ich kann mich nicht behalten! Na, warum? Scheiße! Was soll denn der Käse jetzt? Mach keinen Doppeljump. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, genau. Warum jumpt er nicht so genau so? Gut. Ich glaube, ich habe zu schnell gedrückt. Die Schnelligkeit des Olymps ist mein Sterblicher. Weg da.
Gab's da was? Unbarmherzig. Oder den normalen Typen da, die geben überhaupt gar nichts. Kann man eigentlich auch leben lassen. Er verarscht uns. Fast, Spartaner, aber du musst dich mehr anstrengen. Streng dich an! Das sagt der Hermes auch gerade. Steve. Ein Zeichen der Verdammnis! Ein Zeichen der Verdammnis! Soll ich lieber langsamer machen, Kratos? Faules Menschlein! Das ist ein Zeichen. Wie kann er es wagen, mich so zu beleidigen? Okay. Ja, er macht schon wieder das Gleiche. Oh no! Geht doch. Juhu. Meine Güte. Bisschen verspielt, der Kleine. Mach!
Mach schon, Kratos! Die Statue hatte mal einen Kopf. Oh, Hermes Münze. Ein wertvoller Besitz von Hermes. Schließe über Spiel ab. Ja. Um diesen Gegenstand zu benutzen, das kennen wir schon. Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Leider nicht. Hm. 8000 Orbs jetzt. So eine Erweiterung. Helios Kopf. Na, das brauchen wir ja. Das müssen wir nicht upgraden. Ja. Hauen wir die Verbannungsklingen mal hoch. Schauen wir, dass wir die als erstes hochskillen. Nein, mal schauen, was noch so kommt. Okay, da blutet wer? Ah, das ist Hermes wahrscheinlich. Hermes, wir kommen. Ich lasse mich nicht von einem Sterblichen bezwingen. Oh, der schaut aus. Oh, 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 oh. Du fängst mich nicht. Dieses Spiel ödet mich an, Spartaner. Langsam, Kratos. Oh shit. Ich werde immer schneller sein als du. Aha. Kann ich doch treffen. Ich bin allemal noch schneller als du. Wie unverantwortlich. Schlagen verboten. Das macht keinen Spaß mehr, Spartaner. Ich brauche eine kurze Pause. Der Hund. Gib auf, Kratos. Ah. Ich dachte, Spartaner kämpfen ehrenvoll. Doch du versuchst mich zu töten, wenn ich mich nicht wehren kann? Nicht fair! Aber du hast deine eigene Art von Ehre. Richtig, Kratos? Und was hat dir diese Ehre gebracht? Nichts als Albträume deines Versagens. Heute magst du mich besiegen.
Aber am Ende, Kratos, am Ende betrügst du nur dich selbst. Na dann. Ups. Au. Lass mich in Ruhe. Aha, wie der Knochen rausschaut. Au, 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 au. Los, verschwinde. Das war's mit Hermes. Oh. Die Schuhe des Götterboten, sie gewähren die Gabe der Flinkheit. Hermes Stiefel. Du trägst den Hermes Stiefel. Nutze ihren Antrieb zu deinem Vorteil. Das ist ja witzig. Okay. Oh, das ist ja cool. Kann ich jetzt auch ausweichen. Nice. Fehlt doch eh nur noch Zeus, oder? Ja, genau. Hier, ganz versteckt. Phönixfeder.
Da habe ich jetzt diesen Schleier gesehen. Oh, fuck. Oh no, was mache ich? Meine Güte, was drücke ich denn? Was tue ich? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt alle krank hier. Hallo. Der hat direkt so einen Helm, dass man ihm nicht sein Auge ausreißen kann. Oh shit. Das, den muss man anders besiegen. Das manchmal nicht, wenn es rechts steht bei dem Treffer-Kombo-Dinger. Ja, genau jetzt. Oh, noch. Noch zwei Stück. Wir schauen erstmal hier, vielleicht gibt es ja, ja, genau sowas. Minotaurenhorn wieder mal. Der Hermes hat alles verpestet hier.
Der Drecksack. Geschoss jetzt. So, wir speichern wieder. Ah, das brauchen wir eh. Leben und Mana waren wir schon, zu wenig hatten. Diese Tür ist verschlossen. Oh, Ares. Na, ich schau noch hier. Verschlossen, genau. Hier ist wieder Ares und hier hinein. Was? Was ist das für eine Ausgeburt der Hölle? Eine Sirene so zu erledigen bringt immer Magie-Orbs. Sirenenrückentrauma. Wahrscheinlich. Hier von hinten. Oh, jetzt haben wir aber auch wieder viel Leben verloren. Die haben gut reingehauen. Yeah.